So, meine Freunde, heute kommen wir zu einem der schönsten Megas, die es gibt, nämlich zu Mega God of War. Das ist auch eins meiner sehr, sehr favoriertesten Favoriten, nenne ich es einfach mal. Der Mega God of War sieht schon cool aus und ist auch ordentlich stark geworden. Und wie immer, wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Wenn ihr Sets habt, die ihr spielt bei Mega God of War, die vielleicht nicht so Standard sind, schreibt es in die Kommentare und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt für ein Mega-Pokémon. Und wir fangen jetzt an mit dem Typing. Und zwar ist das Psycho-Fee. Fee gibt es seit Gen 6 neu. Und ich finde, die God of War ist eine Fee, die auch den Namen verdient. Nicht so wie Klefki oder so. Und ist auch seit Gen 6 wieder einer meiner Favoriten. Vorher habe ich es eigentlich selten gespielt, weil es auch eher in den Lower Tiers war, aber seit es den Feentyp bekommen hat, ist God of War wieder echt gut und echt spielbar und mehr God of War, sagen wir mal, ist richtig, richtig nice. Fähigkeiten sind Synchro und Pferde, beide sind sehr, sehr gut. Jetzt nicht die mega guten Fähigkeiten, aber sind sehr, sehr gut spielbar. Versteckte Fähigkeit ist Telepathie und die Mega-Fähigkeit ist Feenschicht, deswegen ist sehr, sehr stark werden kann in gewisser Hinsicht. Wir haben ja eine Immunität gegen Drache, ganz klar durch den Feentyp. Wir resisten Kampf mit einem Viertel Schaden. Nicht effektiv sind Psycho-Attacken mit der Hälfte an Schaden und effektiv gegen God of War sind Geist, Gift und Stahl-Attacken. Das sollte eigentlich klar sein, Geist vom Psycho-Typing und Gift und Stahl vom Feen-Typing. Gucken wir uns mal die Stats an. Wir haben einen ordentlichen Init-Boost auf 100. Einen speziellen Verteidigungs- und Spezialangriffsboost, was sehr, sehr schön ist. Einen Angriffsboost, den wir eigentlich nicht brauchen, aber der Spezialangriffsboost ist echt wichtig, denn so kann Mega God of War ordentlich reinlangen, wenn es das will. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich mal gerne Gedanken gut hochzuboosten. Und plus 1 Mega God of War ist gar nicht mal so schlecht. Wir kommen mal zu den Attacken, die es lernen kann. Und zwar haben wir da hier die Mundgewalt. Kann man spielen, ist aber nicht zu empfehlen, sage ich euch gleich warum. Dann haben wir den Wunschtraum, das Gedankengut, die Psychokinese, den Seher, ganz klar einfach durch Level Up. Dann haben wir mit TM Psychoschock, Donnerblitz, Psychokinese, Spukball, Fokusstoß, Energieball, Irrlicht, Donnerwelle und Strauchler. Ich würde immer den Energieball vor Strauchler spielen, denn da kommt es wirklich aufs Gewicht drauf an, was der Gegner spielt. Aber ansonsten sehen wir schon, dass da ein sehr, sehr breit gefächerter Movepool ist mit Donnerblitz und sowas, Donnerwelle, Irrlicht zum Status geben und Gedankengut. Ganz klar zum Boosten, Wunschtraum dann zum Heilen. Als Zucht haben wir den Abgangsbund, kann man spielen, muss man aber nicht. Und als Move to Turn Moves haben wir den Eissturm, den Leitteiler, die rechte Hand im Doppel sehr, sehr gut, die Schallwelle auch perfekt für God of War und die Vitalglocke für den Support. Warum ist Schallwelle nicht so gut? Schallwelle ist eine Normalattacke, die durch die Feenschicht von Mega God of War zu Fee wird, hätte dann einen Angriff von 90, aber Feenschicht verstärkt die Attacken nochmal, weswegen die Schallwelle immer über Mondgewalt gespielt wird, denn sie ist einfach viel, viel stärker und macht ordentlich Damage. Selbst wenn ihr kein EV-Investment in Spezialangriff habt, macht eine Step-Schallwelle ordentlich Damage. Und wir haben hier die böse Fee, und zwar ist das Spezialangriff und Initiative God of War mit Scheu im Wesen und trägt die Schallwelle, den Psychoschock, den Fokusschuss oder Gedankengut. Das heißt, wenn ihr aber das Gegner rauswitcht, einfach einmal Gedankengut drücken und dann mit Fokusstoß, Psychoschock und Schallwelle ordentlich wieder schon sein Team reißen. Denn God of War ist richtig, richtig stark, wenn man so spielt. Ihr könnt natürlich für den vierten Move auch noch Irrlicht draufpacken oder Donnerwelle draufpacken oder Donnerblitz draufpacken, wenn ihr mehr Coverage braucht im Team. Das ist kein Problem. Aber das ist ein Set, was ich euch empfehlen kann. Denn God of War ist echt sehr, sehr nice. Und als zweites haben wir noch die Hüterin, wie ich sie nenne. Das ist ein eher defensiv ausgelegtes God of War mit 248 KP, 244 Verteidigung und 16 Initiative. Packt die Schallwelle, wie gesagt, weil sie halt auch ohne EV-Investment in Spezialangriff ordentlich Damage macht. Das Irrlicht zum Verkrüppeln und Verbrennen und den Wunschtraum oder das Schutzschild ganz einfach zum Selbsthochheilen oder für den Support fürs Team. Und das ist ein Set, was sich auf alle Fälle lohnt, was ich auf alle Fälle mal testen werde demnächst. So, lange Rede, kurzer Sinn, das war's von mir mit God of War. Wie gesagt, wenn ihr Sets habt, schreibt es in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao.